Diese Woche ist einiges passiert, unsere Titelgeschichte, Lothar Matthäus. Liebesterror, Stalking und eine zerbrochene Ehe. Mitten auf dem Spielfeld der Gefühle, unser Rekordnationalspieler und diesmal nicht als strategischer Denker, sondern in der Sturmspitze der Emotionen. Das kann ich nur sehr empfehlen, ist wirklich ein interessantes Stück über die Liebe und ihre Wirrungen und Irrungen. Ich durfte nach Berlin fahren zu einer der coolsten Partys des Jahres. Ursula Carven wurde 60, ja. 60. Geburtstag, da erwartet man eigentlich große Reden, eingesetztes Essen. Aber nein, sie hat wirklich eine Party gemacht. Jeder kam verkleidet. Das Motto war Galaxie, Prinzessinnen aus dem Weltraum, Aliens. Es wurde getanzt, es gab Pizza. Sie hat später noch für ihre Freunde ihre Lieblingsmusik aus 4 Jahrzehnten aufgelegt. Und ich kann nur sagen, auf der Tanzfläche war dann plötzlich eine außerirdische Schönheit. Ich gucke mehrmals hin, erkenne sie nicht. Und dann, ach, Maria Furtwängler. Neben mir stand Axel Milberg, total verkleidet. Ich habe ihn auch nicht erkannt mit seiner Frau Judith. Also da war einiges geboten. Die Fotos sind fantastisch. Viel Spaß beim Gucken und Lesen. 1, 2, 3, leider vorbei. Das Oktoberfest ist zu Ende. 16 Tage Wahnsinn, 16 Tage Glück. Es war eine großartige Wiesn. Ich habe wirklich viele glückliche Menschen erlebt. Das brauchen wir jetzt auch, zusammen feiern. Und es wurde weniger geklaut, es gab weniger Gewalttaten. Ich habe den Wiesenchef Clemens Baumgärtner am letzten Tag getroffen. Er war total happy und den Mann bewundere ich so ein bisschen. Er war 16 Tage unterwegs, hatte die Verantwortung und hat keinen Schluck Bier getrunken. Da muss ich sagen, Bravour, großartig. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Wir dürfen ein Jahr lang warten und ich freue mich aufs nächste Jahr. Ja, die neue Bunte, also wirklich einiges geboten. Ich wünsche sehr viel Spaß beim Lesen und vor allem auch beim Gucken. Bis bald.